Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Room Teil 2. Ja, wir sind immer noch in Kapitel 3 und wir haben im Moment noch keine Ahnung, was abgeht. Wir müssen, glaube ich, hier irgendwie an dieses komische Ding da. Wir haben da oben diesen kleinen verzierten Dolch. Mal gucken, ob da. Ne, da passiert gar nichts. Moment, wir haben eine neue Nachricht. Diese Türen auf der Seite des Tempels verbergen sicher etwas Wichtiges. Diese Türen auf der Seite? Die da? Ne. Habe ich das schon gelesen? Ja, das hatte ich schon gelesen, ja, genau. Ich sollte in der Umgebung der Türen nach etwas suchen, womit ich sie öffnen kann. What the fuck is that? Okay. Da muss man wieder irgendwas drücken, wo man wieder überhaupt nicht weiß, was los ist. Diese Fenster über den Türen, es befindet sich auf der einer Art Schiene. Was für Fenster? Was ist das? Vielleicht passt etwas hier drauf. Aha. Die kann man also nicht. Ne, da kann man nix. Da muss ich irgendwas finden, was da drauf passt. Also so. So geht es definitiv nicht. Oh, ihr Männer. Das ist gar nichts, was man irgendwie drücken könnte. Diese Fenster über den Türen, es befindet sich auf einer Art Schiene. Ah! Jetzt! Was ist denn das? Oh lieber Gott, ey, das ist ja wohl nicht euer Ernst, oder? Ihr Männer. Oh, ihr Männer. Hat sich da jetzt irgendwas geändert, oder? Damit hast du allein du in das Leben zur Hölle gemacht. Hör auf, weil das ganze Denken hat sich nur noch darum gedreht, um Janina, wie lieber sie hat. Und drückt, dass er es nicht ertragen würde, sie zu verlieren. Einmal hat er mir sogar gesagt, er würde sich umbringen.
Also mit dem Dolch oder sonst irgendwas kann ich hier überhaupt nichts auffangen. Also so, was sagt der? Dieser Dolch passt irgendwo wo auf eine der beiden Kisten. Auf dem Tisch in der Mitte. Was für eine Kiste in der Mitte? Willst du mich verarschen? Ich kann die Symbole am Spiegel verstellen, um zwischen den Kisten zu wechseln. Vielleicht findet sich hier ein Platz für diesen Dolch. Ich kann die Symbole am Spiegel verstellen, um zwischen den Kisten zu wechseln. Ne, das habe ich ja. Wenn ich die Symbole am Spielen so verstelle, dass die Holzkiste erscheint, kann ich. Warte, muss ich mir erst einmal die Symbole noch mal angucken. Okay. Da müssen wir mal. So war das. Oh. Da hat sich was entscheidend geändert. Moment mal. Da wüsste ich gerne en Detail und ganz genau, wen es geht und dass dieses ganze Geheimnis. Hä? What the fuck is going on here? Das ist definitiv falsch. Also man kann da jetzt zigtausende Möglichkeiten durchprobieren, aber das wird nichts bringen. Was bringt mir das, wenn ich die Kiste wieder anders darum mache? So wie sie vorher war? Das ist die Frage. Also man kann hier weder irgendwas drehen, noch verschieben, noch sonst irgendwie, also es hat keinen Sinn. Die Frage ist, warum sollte ich das wieder umstellen, so dass es vorher war? Ich möchte nicht, dass wir jetzt angefangen haben. Was ist nicht mehr? Nein! Ja, dann
Aber das machen wir mal. So rum geht's nicht, ne? Okay. Was ist das? Voodoo-Puppe für Arme oder was? ein kleiner Edelstein. Ich glaube, wir wissen, was das bedeutet. Das bedeutet, wir müssen wieder auf die andere Kiste. Jetzt müsste man bloß wieder wissen, was für ein Scheiß wir da gemacht haben. Das war so irgendwas. So, wir drehen das Ding rum, weil ich dieser blöde Edelstein kippt mit Sicherheit da rein. Das ist ja eine tolle Wurst. Also diese blöde Strohpuppe hat mit dem Scheiß bestimmt nichts zu tun, also mit Sicherheit nicht. Eben kriege ich mal wieder was. Sobald ich die Edelsteine berühre, fangen sie an zu leuchten, aber welche müssen aufleuchten? Ja genau, warum habe ich das eigentlich noch nicht mit dem blöden Ding probiert? Fakt ist, es geht immer nur zwei Stück an. Ob mir die entsprechende Platte auf der ersten Kiste wohl etwas verrät? Auf der ersten Kiste? Was ist die da? Die Kratz im Holz der ersten Kiste verraten mir sicher, welche Edelsteine leuchten müssen. Also entweder muss ich jetzt wieder diese andere Kiste aufbauen, oder? Was ist denn das da überhaupt da? Naja, das war diese... Okay, dann gehen wir doch noch mal auf die... War das nicht so? So rum war's.
Also irgendwas mit Kratzer auf der ersten Kiste verraten wir, wer sich denkt. Was für Kratzer? Oh, lieber Gott, ey, das ist ja jetzt wohl echt nicht euer Ernst, oder? Oh, ihr Männer, ey. Okay. Meine Fresse, ey. Es wird immer schöner mit den Rätseln, ey. Das war's. Nee, falsch. Der da war das. Der. So, genau. So. Das war der. 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 Und der. Genau. Was ist das? Ein Feuerstein. Na, ist ja super. Oh, ich sehe. Finstige Leben, künftige Leben. Aha. Und was sagt mir das? Wo soll man das Gerät bitte einstellen? Höchstens doof vielleicht. Ist der vielleicht irgendwie so schräg da rein könnte? Ne. Muss ich jetzt wieder irgendwie in der Mulde neben der Truhe befindet sich Schießpulver. Vielleicht kann ich es irgendwie entzünden. In der Mulde neben der Truhe. Das ist jetzt wohl nicht euer Ernst, oder? Fliegen ins Leere, ich brauche einen Zünder. Hä? Oh, ja, Scheiße. Ach, nein! Holy shit! Hinter den Stangen ist eine Art Mechanismus, aber ich komme nicht an ihn heran. Warum habe ich das saudumme Gefühl? Dass ich diese blöden Schnüre da abschießen muss. So. Moment. Was sich wohl hinter den Stangen in der Wand verbirgt? Thank you.
warte mal, wir machen das nochmal, Ach du Vollpfoste. Euch da drüben war auch wieder so eine Öffnung. Das ist aber wirklich haargenau treffen, du. What the fuck? Scheiß die Wand an, ey. Was geht mit euch ab, ey? Aha. Ja, nee, ist klar. Ein Metallobjekt mit einer Sternenform an beiden Enden. Aha. Ich bin stumpf und mein Spiegelbild. Was? Ich bin stumpf wie mein Spiegelbild. Unsere Götter leben nicht hier. Dieser Weg bringt keine Erlösung. Dieser Weg ist nicht der meines Volkes. Was sagt uns das? Dieses Metallobjekt hat eine markante Form. Mach Dinger. Ja, und diese Form muss ja irgendwo hinpassen, ne? Warum habe ich das dumme Gefühl, dass das dort drauf kommt? Wusste ich doch. Und jetzt? Ja, und nun? Komm nicht näher dran. Oh! Eine Metallscherbe mit einem geriffelten Loch in der Mitte. Aha. Moment mal. Aha! Wusste ich's doch! Was hat es jetzt getan? Ah.
geht mit dir ab, ey? Ein Menschenschädel. Na, ist ja toll. Guck jetzt mal gerade auf die Uhr. Ja, ich müsste jetzt eigentlich langsam mal einen Cut reinmachen. Okay. Ich weiß schon. Ich hab's schon kapiert. Okay. Das bedeutet doch für mich, dass ich jetzt das Ding fertig habe. Zumindest ist es fast fertig. Alter! Ey, was soll man dort draus erkennen? Kann mir das mal bitte einer verraten? Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. Ja, ich glaube, das war Kapitel 3. Das müsste es doch gewesen sein. Yo, Baby. Geil. Du hast dich im Tempel gut geschlagen. Möge dich das Schicksal durch diese immer düsteren werdenden Kammern geleiten. Ja, das war Kapitel 3. Wir haben immer noch 4 vor uns. Für dieses Kapitel soll es das jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Ich zähle auf euch. Wenn ihr wissen wollt, was für geile Rätsel hier noch auf mich zukommen, dann schaltet wieder ein. Wenn es heißt The Room Tale 2, bis hierhin bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Ciao mit V und grüßt mir die Hühner.